Hallo, da bin ich wieder. Hat etwas länger gedauert, eine neue Folge jetzt zu machen, weil ich nicht so viel Zeit hatte und mit anderen Dingen beschäftigt war. Wie ihr seht, ist das Bild besser, der Ton ist besser. Es gibt einen eigenen YouTube-Kanal, Volksbetrug TV gibt es mittlerweile. Und es wird, glaube ich, auch noch demnächst eine Internetseite geben, volksbetrug.tv, glaube ich. Also, soweit ich das verstanden habe. Ich bedanke mich erstmal natürlich bei den Moderatoren von Volksbetrug, die das ermöglicht haben. Und natürlich auch bei Usern, die gespendet haben oder mitgeholfen haben oder so, jetzt was Neues aufzubauen. Also die Sendung soll, wenn alles richtig läuft, wöchentlich stattfinden. Und es wird immer ein Thema besprochen. Manchmal suchen wir das aus oder manchmal fragen wir auch. Oder Leute kommen und haben eine Idee, wollen was machen. Ist auch geplant, dann Interviews oder dergleichen zu machen. Also das steht noch völlig offen. Das Sendekonzept ist quasi in diesem Format, nur dann machen wir verschiedene Sachen und erklären verschiedene Sachen. Die erste neue Folge soll jetzt sein zum Thema Stimmzettel und Wahlrecht. Wollte ich ganz kurz was machen. Das ist sehr, sehr umfangreich. Deswegen komprimiere ich das ein bisschen runter. Es hat ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht gegeben, in dem sie feststellten, dass das Wahlrecht, so wie es existiert mit diesem Zwei-Stimmen-System, so nicht zulässig ist. Aus einem einfachen Grunde. Es gibt im Parlament 598 Sitze und das stellt 100% der Abgeordneten dar. Das Blöde ist, dass diese 598 Sitze nicht wirklich immer der Realität entsprechen, sondern es können auch 605 oder 612 oder so sein. Und das ist nicht zulässig. Und ich wollte einfach nur mal eben erklären, wie es zustande kommt und was für Auswirkungen hat und was man dagegen machen kann. Es kommt dadurch zustande, dass ihr zwei Stimmen habt. Mit der Erststimme wählt ihr den Kandidat für den Wahlkreis und mit der Zweitstimme die Partei. Auf der Partei, die hat eine Liste und da sind dann die Abgeordneten drauf und die werden dann prozentual verteilt aufs Parlament, also je nach Stimmanteil. Der Wahlkreiskandidat, der fällt aber nicht unter diese Liste, sondern der geht, wenn er gewählt ist, direkt ins Parlament rein. So, und dadurch ist natürlich diese 100%-Regelung, dass 598 Parlamentarier 100% sind, ist natürlich verfälscht. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass das so nicht geht, das ist so nicht legal und hat der Bundesregierung bis zum 1. Juli 2011 eine Frist gesetzt, dieses Wahlrecht zu ändern, da es ja sonst in der Form nicht weiterhin legal ist. Das ist aber auch schon eigentlich länger bekannt. Die Bundesregierung hat darauf natürlich nicht reagiert und das läuft alles so weiter. Für den Wähler ist es schwierig, sich da zu Wehr zu setzen bei der Wahl. Daher habe ich mich erkundigt, was man machen kann. Zwei Leute hatten eine super Idee. Die eine ist etwas, das ist eine Holzhammer-Methode. Da hat jemand, Grüße an den Naoni, der hat einfach den Wahlzettel genommen und den eingesteckt und ist rausgegangen. Dann hat er natürlich seine Stimme behalten, das ist richtig. Aber es gibt einen viel besseren Weg, und zwar indem sie diesen Stimmzettel so diagonal, also ich zeige das mal hier, so entwerten, also einen Diagonalstrich von unten links nach oben rechts zum Beispiel machen, so, dann haben sie die Stimme haben sie entwertet, aber sie werden trotzdem prozentual mitgezählt. Und da der Anteil der Nichtwähler in unserem Land am höchsten ist, wenn die jetzt zur Wahl gehen und ihre Stimme entwerten, dann steigt quasi die Menge der entwerteten Stimmen und fällt die der Wähler. Das heißt, wenn die unter 40% knallen, hat die Bundesregierung kein Mandat mehr und kann nichts machen. Also sie können auch nicht weiter irgendwelche Gelder aus dem Fenster schmeißen für die EU oder sonstige Banken oder so. Dann haben sie einfach kein Mandat mehr. Dann können sie nichts mehr machen. Und das ist so eine Passivmethode des Widerstands. Das kann man machen, das ist legal. Das mit dem Stimmen einstecken, muss jeder selber wissen. Also ich empfehle das nicht, aber sie können das natürlich machen. Das ist ja ihre Stimme. Ich
denke, das geht in Ordnung, aber ich würde trotzdem mehr das andere empfehlen, also mit dem Diagonalstrich. So, ja, das war's für heute. Ich denke, nächste Woche geht's weiter. Ich bedanke mich schon mal im Voraus bei allen, auch für die Bearbeitung des Videos und Hochladen und was man da alles machen muss. Ich kenne mich da gar nicht mit aus. Ja, dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.